I'm finna get big back, big money, back to me, get a guy, not a deal, so bro, we gonna take you as a color, make a king on the plane, journey to the west, they put in DJ Khaled, but baby, we the best, most of the time, I'm not the time, I can't make it yet, made it good, but baby, I'm a bottom like a net, ha, slap the out of you like I'm Will Smith, slap it, could turn your baby mama to a side, let's go, with me, Mungan, and I'm gonna get this rock, play the super game, and I'm gonna get the jackpot, Und wieder Döner Brandy. So. Ja, macht natürlich easy. Jetzt einmal unsere Weitsprungschanze, aber nicht Vollspeed, Halbspeed, Viertelspeed. Das war ein böser Sturz. Und das war dumm. M2C Chart. Lüfter halten. ESC ist noch nicht wirklich warm. Ja, holen wir mal die Karo. Oh, unplugged. Heute ist aber hier ein Frontflip-Monster. Aber wieder ein sehr schöner Fronti. Ja, unplugged. Die muss ich mal mit Kabelbinder hier nochmal festmachen. Aber nicht mehr heute. Heute wird so gebasht. Diese ist aber auch deutlich schwerer zu lenken als sonst. Ich würde sagen, meine Karo verabschiedet sich langsam hinten. Jetzt Zeit für eine Wetterparty. Ich fahre die 6000 mAh Sie, 4S. Also insgesamt 8S natürlich. Ja, sieht doch auch nicht schlecht aus. So ein bisschen Pickup-Style.
Unplugged, glaube ich, in der Luft. Ich konnte nicht mehr kontrollieren. Ah, Freunde. Sieht soweit aber gut aus. Jo, Pferd. Geile Sache. Blindflug. Juhu. Gestanden. Geiles Ding. X-Max ist einfach ein geiles Ding. Ich muss ihn jetzt mit dem neuen Setup erstmal echt fahren lernen. Der reagiert halt völlig anders wie vorher. Wechsel! Und da hat es, glaube ich, einen Reifen zerfurzt. Wir werden es sehen. Scheint alles heile zu sein, soweit ich sehen kann. Außer wieder mal anplackt. Oh! Ich würde sagen, hier hat es die ESC Halterung rausgehauen. Ja, der ist auch jetzt ordentlich warm. Ansonsten checken wir mal kurz. Lüfter läuft. Beide Lüfter laufen. Servo läuft. Getriebe läuft. Also meine ganzen Getriebefehler oder in den Videos, die noch kommen werden, weil ich das nicht immer so richtig nach der Zeit richtig schneiden kann manchmal. War immer hinten das Diff in den Arsch gegangen. Sind jetzt nicht teuer, die Diffzähne, aber das Ganze war halt nervig. Und habe jetzt wieder die Stock drinne, also von Traxxas. Und habe diesmal diesen kleinen Bearing, also diesen kleine, dieses kleine Kugellager, was vorne sitzt. Da sitzen nämlich zwei hintereinander. Nicht vergessen. Und seitdem läuft's. Jetzt habe ich eher Probleme mit Reifen. Oh ja, hier sieht man es. Boah, den hat zerrissen hier richtig. Okay, alles klar. Schade. Ich dachte, ich könnte jetzt ein bisschen mit denen fahren. Das scheint zu viel Power zu sein. Und die Louis, die ich hier vorne habe, die sind alle vier losgegangen. Die habe ich jetzt nochmal geklebt. Zwei müssen noch trocknen. Die geklebten scheinen zu halten, aber das scheinen die Pro-Line am besten mit den Beadlock-Felgen, sag ich mal, zu sein bei der Kraft. Motor, eiskalt. Ja, wie gesagt, ESC ist schon wärmer. Den könnte jetzt noch mal einen Sunroof-Lüfter verpassen, dann hält er natürlich auch. Ja, schade um die Halterung hier von JS, Freunde. Hier hat es rausgebrochen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Kugident RC Extreme Bash Farm. Wir testen 2023 natürlich die geilsten Fahrzeuge für euch und den X-Max weiterhin. Ciao! So, schauen wir mal, was die Akkus sagen. 36%, von daher passt. Hätte ich sie jetzt eh ausgemacht. Und ja,